Bevor wir gleich diskutieren, schauen wir uns vielleicht gemeinsam ein paar Bilder an, um mal klarzumachen, worüber wir hier reden. Und es beginnt direkt mit einem Ausschnitt, in dem Sie, Herr Lohmeier, zu sehen sind. Bitte schön. Das Schaf Nummer 1. Und da ganz hinten das Schaf Nummer 5. Das ist der zweite Wolfsangriff jetzt hier. Wie soll das weitergehen? Das ist ja Deichschutz, verdammt nochmal. Wo sind wir hier? Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich. Dann können wir ihn nicht mehr schützen. Dann ist es eben so. Fertig, aus. Dieses Video von Christian Lohmeier aus Niedersachsen ging im Frühjahr in den sozialen Medien viral. Der ehemalige Hobbyschäfer ist einer von vielen, die genug haben vom Wolf. Wölfe tauchen immer wieder in Ortschaften auf, in der Nähe von Kindergärten, kommen nachts auf die Weiden, reißen teilweise Dutzende von Tieren auf einmal. Die Betroffenen fordern von der Politik, endlich den Abschuss zu erlauben. Seit mehr als 20 Jahren ist der Wolf zurück in Deutschland, vor allem im Nordosten, nachdem er fast 150 Jahre lang als ausgerottet galt. Inzwischen sind über 1300 sesshafte Wölfe nachgewiesen und die Population verdoppelt sich alle 3 Jahre. Tierschützer dagegen fordern statt Abschuss besseren Herdenschutz mit Elektrozäunen und Hunden. Doch die Wirksamkeit ist umstritten. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke will jetzt den Abschuss sogenannter Problemwölfe erleichtern, hat aber damit nur eine neue Diskussion losgetreten. Während die Lockerungen vielen Betroffenen nicht weit genug gehen, warnen Naturschützer davor, dass dieser Schuss buchstäblich nach hinten losgeht. Denn geschwächte Rudel würden erst recht auf Nutztiere gehen, sagen Experten. Die Frage bleibt also, was ist zu tun? Wie kann ein Zusammenleben von Mensch und Wolf aussehen? Ja, schönen guten Abend Ihnen beiden. Ich finde es schon sehr gut klar geworden. Sie sagten das vor der Sendung, Herr Lohmeier, vielleicht beginne ich unhöflicherweise direkt mit Ihnen. Man muss sich sehr genau überlegen, ob man sich zu diesem Thema ins Fernsehen setzt. Warum? Ja, der Wolf polarisiert sehr. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin auch durchaus Wolfsfreund, das kann ich so sagen. Ich bin Hundefreund. Wer Hundefreund ist, ist auch Wolfsfreund. Das ist das Urtier von unseren Lieblingstieren, die wir alle bei uns im Haus halten, die Hunde. Und das zeigt uns eigentlich, wo die herkommen. Und darum ist der Wolf natürlich was ganz Besonderes. Das ist keine Frage. Und mich als Landwirt, aber auch als Jäger fasziniert das Tier genauso wie andere auch. Aber in diesem Fall haben wir eine Polarisierung, die weit über das normale Maß hinausgeht. Und es scheint so, dass sich nur ganz gewisse Leute anscheinend äußern sollen zum Thema Wolf. Aber die Betroffenen, die müssen, wie ich meine, viel mehr zu Wort kommen. Ja, auch nicht nur sollen, sondern auch wollen. Ne? Also es ist nicht leicht, ja, wenn man aus redaktioneller Sicht, wenn man Leute sucht, Gäste sucht, die zu dem Thema in einer Sendung diskutieren, muss man lange suchen. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich gewarnt wurde jetzt vor der Sendung. Es kam ja raus, jetzt geht er zu Herrn Lanz und dann kam: Oh, weißt du das? Hast du das gut besprochen? Das ist schlimm. Das geht aber nicht. Und wir können uns nicht verstecken. Wir haben ein Problem, das müssen wir besprechen. Da müssen wir den besten Weg finden. Und das geht nur, wenn man auch die Erfahrungen, die man macht, auch von sich gibt. Und nicht, wenn man sie sich dann runterschlucken lässt. Und darum bin ich gerne hier und freue mich, dass wir hier sein. Ja, freue mich auch. Ging Ihnen auch so, Frau Seibert? Also, dass Sie gewarnt werden, sozusagen, das öffentlich zu diskutieren? Nein. Nein. Interessant. Hat mich keiner gewarnt. Und auch wenn mich jemand gewarnt hätte, wäre ich trotzdem gekommen. Hm. Warum ist diese Diskussion so aufgeheizt? Was würden Sie sagen? Ich bin ja selber Schafhalterin gewesen, über 30 Jahre. Und ich kann Sie sehr gut verstehen, Herr Lohmeier, weil ich hatte auch selbst die Erfahrung gemacht, dass mir ein Husky 3 Lämmer gerissen hat. Und ich kam auf die Weide und habe meine toten Lämmer, die ich ja halt selbst auch, was weiß ich, bei der Geburt geholfen habe, habe ich auf der Weide liegen sehen. Das hat mich auch sehr geschockt. Deshalb kann ich Ihre Position auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich denke, es hängt natürlich auch mit der Geschichte des Wolfes zusammen. Bis vor 150 Jahren war ja, oder ach nein, vor 150 Jahren war Europa ja praktisch wolfsfrei, genauso wie USA. Ja? Der Wolf ist halt irgendwie sicherlich auch durch die bestimmte Mythen sozusagen in die Rolle des Bösen und des Teufels gekommen. Das ist gerade Märchen, genau, da haben wir schon. Der Klassiker. Und ich denke, dadurch ist es ein Thema, was natürlich sehr polarisiert, wo auch sehr viel mit Angst gearbeitet wird. Sicherlich auch über die Medien, weil es steht, sie lesen halt immer, Wolf hat im Blutrausch, was weiß ich, Schafe getötet. Und es wird eben auch sehr etwas unsachlich beschrieben. Aber noch mal kurz die Nachfrage, Sie sind Tierärztin, das machen die doch auch, ne? Also wenn so ein Wolf erstmal wirklich dabei ist,
dann werden ja, das, so verstehe ich das auch, ich erlebe das häufiger mal in Südtirol beispielsweise, auch bei Nachbarn und so weiter, das ist das, was die mir immer erzählen. Die sagen, wenn der kommt und wenn der ein Schaf reißt, dann bleibt es nicht bei einem Schaf. Dann werden noch viele, viele weitere Tiere häufig getötet, einfach liegen gelassen, liegen dann halbsterbend darum. Und das ist das, was die Wut der Leute so triggert. Gut, das ist ein typisches Verhalten von Kaninen und Marderartigen. Und zwar, das ist eine Verhaltenskette. Dazu können diese Tiere nichts. Nee, ich habe nicht den Wolf jetzt beschimpft. Ich will Ihnen das ganz gerne kurz beschreiben, wenn Sie möchten. Ja? Und zwar, das ist so, es gibt diese Verhaltenskette. Das ist zuerst, dass die Tiere sich orientieren, dann fixieren, dann hetzen, jagen, packen, töten. Das ist die Verhaltenskette, die einen Wolf oder Fuchs macht. Ja? Bei Hunden ist das rausgezüchtet. Da geht es, je nachdem, wofür der Hund eingesetzt wird, bis zum Jagen oder auch bis zum Packen bei manchen Hunden. Bei Herdenschutzhunden ist die Verhaltenskette nur sich orientieren, fixieren und gut ist. Ja? Das ist sozusagen rausgezüchtet. Mhm. Aber bei unseren Kaninen ist das sozusagen genetisch festgelegt. Die können nicht anders. Ist schon klar. Und daher kommt dieser Ausdruck Blutrausch. Wenn die Tiere jetzt nicht in der Herde wären, sondern verstreut, dann würden die sich ein Schaf greifen und die anderen, die wären im Wald, die wären weg. Aber dadurch, dass das immer wieder ausgelöst wird, durch dieses Davonlaufen der Tiere, fängt diese Verhaltenskette immer wieder von vorne an und es ergibt den Blutrausch. Ich verstehe, es ist sehr interessant. Sie sagen auch gleichzeitig, um das noch mal ganz kurz zu klären, Menschen greifen in der Regel Wölfe nicht an. Wölfe greifen Menschen in der Regel nicht an. Nein. Tun sie nicht. Nein. Wölfe haben Angst vor Menschen, sagen sie. Das heißt, gibt es überlieferte Fälle, wo Wölfe Menschen angegriffen haben? Es gibt Fälle von Tollwut, wo Wölfe Tollwut hatten, Okay, das machen Füchse auch und Hunde auch, das ist was anderes. Und es gibt die Beschreibung, dass Wölfe sich zu nah den Menschen gegenüber, also sehr in die Nähe von Menschen begeben haben, wenn sie angefüttert wurden, Das war ja das Beispiel bei Kurti. Kurti hat, glaube ich, irgendwo in der Lüneburger Heide gewohnt und hat sich wirklich zu sehr den Menschen genähert, der wurde auch entnommen. Ein junger Wolf, Ja, ich glaube, der war 2 oder 3. Ursprünglich mal, genau. Ja, ist auch okay. Also da sehen wir hier Bilder aus Lohne, Niedersachsen, wo so ein Wolf am helllichten Tag, ich hatte einen Vater mit seinem Sohn aufgenommen. Da sehen wir auch gerade das Kind, den Kleinen, haben wir da gerade kurz am Zebrastreifen gesehen. Der Wolf läuft einfach vorbei und dann sehr schön biegt dann links ab zu Lidl. Zu Lidl? Ja. Ist das gefährlich? Nein. Also es sieht auch nicht gefährlich aus. Nein, aber Sie verstehen aber, dass Leute Angst kriegen, wenn sie so eine Begegnung haben. Ja, es könnte ja auch ein Hund sein. Also ein Wolf ist... Und das tröstet mich nicht. Es gibt mehr Übergriffe durch Hunde als durch Wölfe. Okay. Ja, also auf Menschen. Gibt ein anderes Beispiel, vielleicht können die Kollegen aus der Regie das auch einmal kurz zuspielen. Eine Joggerin in dem Fall, ich glaube in Niedersachsen, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, wo die Frau, glaube ich, instinktiv richtig gehandelt hat und sehr laut wurde. Wir hören mal kurz rein. Ich meine, ja, perfekt, die macht es genau richtig. Perfekt, aber ich verstehe auch ehrlich, sie macht super, aber die Angst der Frau verstehe ich an dem Punkt, wenn du da alleine so über die Wiese joggst und plötzlich stehst du wirklich vor einem Wolf, da wird mir ein bisschen die Gänsehaut über den Rücken runterlaufen. Das sind oft Jungwölfe, die noch keine Erfahrung haben und die sind einfach neugierig und etwas risikofreudig. Sie kennen sich natürlich damit aus, aber wenn man damit nicht so betraut ist oder vertraut ist, man stellt sich ja nicht vor und sagt, guten Tag, ich bin ein Jungwolf und ich will nur spielen. Herr Lohmeier, in Ihrem Fall ist das ein bisschen anders. Sie sagen, das ist eine Gefahr vor allen Dingen für die Tiere. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben aufgehört, Schafe zu züchten, nicht weil Ihre eigenen Schafe gerissen worden wären, sondern es betrifft die Schafe der Nachbarn, die wir da in diesem Video gesehen haben. Wie ist die Situation? Wie hat das Problem sozusagen zugenommen? Genau. Zunächst die Narrative, die wir jetzt schon wieder gehört haben, ich finde sie faszinierend. Wir haben diese Art der Begegnung, wie wir sie gerade gesehen haben, fast täglich. Und es hieß früher, wir wären nie ein Wolf
Wolf zu Gesicht bekommen, einem Sechser im Lotto gleich. Ich kenne also Millionen von ganz viele Leute, die haben die Millionen gewonnen, aber es wurde noch nicht ausgezahlt. Also wir sehen alle Wölfe. Und zwar am helllichten Tag. Sie selber? Selbstverständlich auch. In unseren Dörfern, wenn wir im Wald sind, im Wald ist es in Ordnung, aber in den Dörfern ist es nicht in Ordnung. Wir haben in unseren, der Wolf, der das bei mir ausgelöst hat, was ich gleich beschreibe, wird regelmäßig am helllichten Tag fotografiert. Diese Frau hat einen Schock fürs Leben bekommen. Andere Frauen auch. Im Burgdorfer Holz gab es eine ganz dramatische Begegnung. Die war nur, die Frau hat gesagt, wenn kein Schnee gelegen hätte, hätte ich mich gar nicht getraut, das zu sagen, hätte mir keiner geglaubt. Durch das Schnee konnte man das aber nachvollziehen. Man konnte das Ministerium hinfahren. Auch der Ministeriumsmitarbeiter hat mir das bestätigt. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es war so. Es ist wirklich dramatisch. Die Wölfe laufen die Leute an. Sie verfolgen sie mit dem Fahrrad, das ist beschrieben. Sie verfolgen sie mit dem Pferd, also hinter den Pferden hinterher, das ist beschrieben. Und man kann nur froh sein, dass das gut geht. Und ich bin froh, dass nicht meine Kinder da gestanden haben, einfach nur spazieren gegangen sind in den Feldern, wie wir das gemacht haben. Mhm. Das macht diese Frau nicht mehr, ihre Kinder noch mal rauszulassen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das verändert das Leben auf dem Land massiv. Und jetzt in der dunklen Jahreszeit stehen unsere Kinder um 7 Uhr im Dunkeln an den Bushaltestellen. Und wenn sie, ein Landwirt sagte mir, wir haben jetzt 8 Rinder verloren. Wir stehen vor diesen großen Rindern, die teilweise mehrere hundert Kilo wiegen. Wir wissen, was die Wölfe machen. Wir sehen sie im Scheinwerferlicht über die Straße laufen. Und ich soll meine Kinder morgens, wie wir es immer gemacht haben, um 7 Uhr zur Bushaltestelle ohne Lampe. Das geht nicht mehr. Und die Frau sagte mir, ich komme von der Arbeit um 18 Uhr, Bustür geht auf, ich steige aus, Bus geht zu, fährt weg und dann stehe ich da. So, und das ist nicht übertrieben, wenn man diese Bilder, die jetzt hier gezeigt worden zum Teil auch mit Rindern und Pferden gesehen hat, da kannst du keinem Menschen übel nehmen, dass er ein mulmiges Gefühl hat. Darf ich nur noch einmal dazwischen fragen? Hat in Ihrer Gegend jemals ein Wolf ein Kind in irgendeiner Form angefallen, ist zu nahe gekommen? Ist nein, wir haben noch keine Angriffe auf Kinder. Wir haben jetzt einen Angriff in Holland gehabt. Da hat ein Schäfer versucht, den Wolf aus dem, der hat die Schafe gerissen, wollte ihn aus der Weide raustreiben. Und da kommen wir zu dem Problem. Das hat nicht geklappt. Der Wolf hat dann den Schäfer in die Hand gebissen und wurde nachher von der Polizei in der Weide noch erschossen. Da haben wir das Problem. Diese Weidezäune haben viele Probleme. Aber ein Problem ist, die Tiere kommen halt nicht weg. Die Weidetiere. Das heißt, die Schafe reißen und die Weidetiere können ja gar nicht mehr flüchten. Und je besser diese Zäune sind, je stabiler die sind, desto weniger gibt es auch eine Chance, dass die vielleicht über ein Netz rüberspringen und einfach dem Wolf entfliehen. Und somit kommen sie dem Wolf immer wieder nahe. Und der Wolf ist nicht böse. Das ist nicht böse. Das ist die Natur. Ein Reh ist auch nicht böse, weil es auch nicht böse, weil es den Wald auffrisst. Das ist seine Natur. Das ist eben Natur. Und da wird dieser Reflex ausgelöst, aber mit diesen verheerenden Auswirkungen. Und das habe ich ja nun mal beim Nachbarn eben gesehen. Da liegen die toten Schafe. Angefressen war ein einziges tatsächlich am Ende. Aber die 7 oder 8 lagen da tot. Das waren dann insgesamt 15. Kurz vorher war schon sein Übergriff. Und das heißt, eines war sozusagen Hungerstillen. Genau. Und der Rest war das, was Sie gerade beschrieben haben. Die flüchten eben ins Wasser. Und ich war auch deswegen so aufgelöst, wenn ich jetzt das im Nachhinein betrachte, weil ich mir eingestehen muss, dass ich eigentlich in dem Moment gemerkt habe, jetzt ist Feierabend für deine Schafe. Diese Bilder habe ich gesehen. Ich war einen Kilometer entfernt. Habe immer gesagt, wenn es soweit ist, dass der Wolf über die Weser zu unserer Seite kommt und bei mir in der Schafherde ist, dann ist es nicht so, dass der eben ein Schaf reißt, das auffrisst, abhaut und dann kommt der Staat und zahlt man doch sogar das Schaf als Ersatz. Da wäre alles gut. Da muss ein Schafhalter mit leben, dass mein Tier getötet wird. Das ist normal. Das gehört mit dazu. Nein, die Tiere flüchten ins Wasser, massenweise. Und dann werde ich vielleicht angerufen. Ich komme dahin, die Tiere liegen im Wasser, ertrinken elendig, liegen mit offenen Bäuchen auf dem Deichen. Das sind fürchterliche Bilder, die kaum zu ertragen sind. Und das Schlimme ist, wenn das alles dann abgearbeitet wurde am nächsten Tag. Du setzt dich abends dann erschöpft auf dein Sofa und weißt eins, heute Nacht kann er wiederkommen. Und das ist ein Gedanke, da kann kein Tierhalter weitermachen. Das geht nicht mehr. Wir sind in einem Zustand, der ist das Tier, was wir gerade sehen, das lebt noch. Ja, das ist hart, ja. Und das ist bitter. So was kenne ich höchstens von Verkehrsunfällen, wo du als Jäger hingerufen wirst. Da kennen wir solche Bilder, da können wir das Tier lösen. Ich habe aber damals auch gesagt, als ich Wolfsberater war, ich komme nicht zu einem Verkehrsunfall, solange ich den Wolf dann nicht auch erlösen darf, wenn der noch schwerst krank dort liegt. Die Regeln sind so verrückt, da musste erst ein Amtsveterinär kommen und feststellen, dass der Wolf nicht den Arterhalt mehr dient, bevor dieses arme Tier erlöst werden konnte. Also auch die Wölfe trifft es mit dieser unsäglichen Tierquälerei. Das muss ich einmal verstehen. Also wenn der Wolf wird jetzt beispielsweise von einem Auto angefahren oder so, wird verletzt, schwer verletzt auf der Straße. Ja, genau. Und Sie als Jäger könnten einmal den erlösenden den Schuss das auslösen. Ist bei allen Wildtieren und so. Und wenn das Wolf Leid beendet. Genau. Das dürfen Sie aber beim Wolf nicht. Da kann die Polizei daneben stehen, darf es auch nicht. Da musste bis jetzt, das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, ein Amtsveterinär kommen. Musste, wo kriegt man den nachts her? Musste dann erst sagen vor Ort, nein, der kann dem Arterhalt nicht mehr dienen und durfte den dann einschläfern. So war die Regelung. Okay, das ist aber jetzt vorbei, ja? Das ist jetzt entschärft. Aber damals war eine ganze Autobahn gesperrt, weil genau die Szenerie war. Und es war kein Amtsveterinär zu finden. Das habe ich Ihnen auch geschickt. Das sind Sachen, die gehen nicht. Und die sind einfach drüber. Das ist für mich Tierquälerei, staatlich verordnet. Das muss man runterfahren, so etwas. Und das sehen wir bei den Schafen genauso. Für mich ist das auch staatlich verordnete Tierquälerei. Die Bilder hatten wir vor 2015 überhaupt nicht. Und jetzt haben wir sie täglich. Das können wir nicht vielleicht mehr ertragen. Vielleicht schauen wir, weil Sie gerade sagten, Sie waren so aufgelöst, vielleicht schauen wir einmal kurz rein, schauen uns diesen Moment noch mal an, der bei Ihnen offensichtlich viel ins Rollen gebracht hat. Bitte schön.
So, da ist die Herde mit einigen Verletzten. Hier ist das Schaf Nummer 1. Und da ganz hinten das Schaf Nummer 5. Tot. Hinten klarer Kehlbiss. Nichts gefressen. Nur getötet. Das ist ein Deich hier. Und ich kann auch diesen Deich nicht absperren. Der ist viele, viele Kilometer lang. Das funktioniert nicht. Das ist der zweite Wolfsangriff jetzt hier. Wie soll das weitergehen? Wie soll das funktionieren? Und was mache ich jetzt mit meinen Schafen? Das ist ja Deichschutz, verdammt nochmal. Wo sind wir hier? Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich. Dann können wir ihn nicht mehr schützen. Dann ist es eben so. Fertig, aus. Dann machen wir aus einer Kulturlandschaft wieder ein Naturreservat hier. Himmel, Arsch und Zwirn. Diese Scheißpolitik, diese Verlogenheit in der Politik, diese Vollidioten. Unglaublich. Kinder. Alles machen sie kaputt. Sie machen sehr sauer, Herr Lohmeier. Was fordern Sie? Was verlangen Sie? Dass endlich die Realität anerkannt wird. Wir hören die ganze Zeit, was von Deich ist. Man kann die Tiere doch so einfach schützen. Also normal sagt mir dann immer jemand die 5 Worte. Man muss einfach doch nur. Und das war's dann. Man muss doch einfach nur. Ist ganz einfach. Und das sehen Sie rot, wenn das jemand sagt. Ja. Überhaupt nicht einfach. In der Praxis sehen wir, es scheitert. Man kann natürlich sagen, alle Weidetierhalter sind kollektiv zu dämlich. Sie sind nicht in der Lage, die Zeit aufzubringen, das Geld aufzubringen und diese Leistung zu erbringen. An der Weidetierhaltung verdient kaum einer wirklich Geld. Seine Familie ernähren. Mindestlohn kann richtig. Man damit nicht erzielen. Wir sind jetzt nicht damit in einem Bereich, wo wir riesen Millionen Euro da verdienen, sondern es ist eine Leistung wie Deichschutz, Naturschutz, Artenschutz und das alles wird uns gerade auf. Können Sie das einmal mal kurz erklären, Ihre spezielle Situation? Genau. Also Deich, für Deiche, damit Deiche gut sind, intakt sind, ist es wichtig, dass da Schafe drauf weiden. Schafe haben Klauen, die in der Mitte gespalten sind, sage ich mal. Und wenn ein Mauseloch da ist, treten die halb rein und treten es zu. Wenn das Wasser steigt, kann es nicht mehr in den Deich so leicht reinlaufen. Richtig. Schafe sind perfekt, um jetzt gerade im Spätherbst eine gute Grasnarbe zu machen und fressen das gut kurz, sodass wir einen super Deich haben. Das können Sie mit Maschinen an steilen Bereichen kaum machen. Ist gar nicht möglich. Eigentlich. Es ist ein kostenloser Deichschutz. Es ist ein kostenloser Deichschutz, und wenn man so will, kostenlos, wenn man so will. Aber er ist wichtig. 70% der Menschen wohnen in Niedersachsen fast hinterm Deich. Viele wissen es gar nicht. Auch hier die Flussdeiche, die wir gerade sehen. Ach, wie schön. Und das ist einfach wichtig. Und das hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast funktioniert. Und jetzt erleben wir, dass der Wolf wieder zurückkommt. Das ist erstmal erfreulich, natürlich. Mhm. Aber es wird so naiv von der Politik begleitet, da fällt einem nichts zu ein. Ich bin noch einmal konkret, Herr Lohmeier. Frau Seibert sagt, Zäune. Das ist auch das Argument, das ich häufig höre. Dann macht ordentliche Zäune, dann kommt ein Wolf da nicht rein. Sie sagen, das geht möglicherweise irgendwo in Bayern oder in den Alpen oder an bestimmten Ecken. Aber bei mir auf dem Deich geht das nicht. Warum nicht? Also ich darf an der Weser, das ist eine Bundeswasserstraße, wie eine Bundesautobahn, nur für Schiffe, da darf ich entlang der Wasserlinie keinen Zaun ziehen. Durfte ich noch nie. Und das wurde auch dann nochmal bestätigt. Nein, das ist auch jetzt nicht erlaubt. Weil diese Zäune ins Wasser geraten könnten. Da fahren Schiffe, wenn die sich da rein verwickeln, haben wir eine Katastrophe. Schiffsschraube, aber auch, dass natürlich das sind Staustufen, die werden hochgefahren, manchmal die Weser. Oder es regnet irgendwo in der Rhön und auf einmal sind die Zäune unter Wasser. Aber auch, es gibt andere Rechte, wie Angelrechte, die dürfen an das Wasser. Wenn hier ein Tier rüberschwimmt über die Weser, landet es an einem Elektrozaun. All solche Probleme gibt es da. Also so einfach ist das nicht. Und wir haben viele andere Sachen. Wir haben gerade ein Urteil bekommen, dass die Herdenschutzhunde eben nachts weggesperrt werden müssen, weil sie wegen Lärmschutz, das geht so nicht mehr. Da kommen wir einfach an Grenzen der der Kulturlandschaft. Das ist meine Überzeugung. Und der Wolf kommt jetzt hier in diese Kulturlandschaft rein. Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Flächenland. Mhm. 250 Einwohner pro Quadratkilometer. Finnland und Schweden haben 25 Einwohner. Platz. Und in Europa haben wir im Schnitt ungefähr 100. So, und in diesem Flächenland kann der Wolf gar nicht am Menschen vorbei. Er wird sich immer annähern. Der Wolf kann nichts dafür. Der Mensch ist ein täglich für ihn vorhandenes Element der Landschaft. Richtig, er kann dem kaum ausweichen. Das heißt, der Wolf kann da gar nichts für, dass er sich dem Menschen annähert, wenn er sich verbreitet. Und wir haben in Deutschland mittlerweile die höchste Wolfsdichte fast der Welt. Und das bei einer so hohen Anwohnerzahl, dass sich das beißt, ist doch ganz klar. Und das erste Mal in der Geschichte lassen wir den Wolf an uns ran, ohne ihn abzuwehren. Wir haben ihn immer auf Distanz gehalten. Mhm. In allen Ländern, wo er ist, wird er auf Distanz gehalten. Er hat einen Grund, sich fernzuhalten. Und hier trifft er auf eine Weidetierhaltung, die jetzt versucht, mit unfassbarem Einsatz von Kapital, von Geld, der Staat gibt wahnsinnig viel dafür aus, Zäune zu ziehen, die aber offenkundig nicht wirken. Wir haben in den Risstabellen des Umweltministeriums Niedersachsens fast jeden Tag einen Riss hinter einem solchen Grundschutz. Okay. Und ganz wichtig, das Geld ist alle. Sie haben schon mehrere Millionen Euro, hat der NDR berichtet,
über das hinaus genehmigt an Zäunen, als eigentlich da sind. Und wir fangen ja jetzt erst im Bereich an, wo Rinder und Pferde immer mehr angegriffen werden. Und wie soll das weitergehen? Für mich ist da keine Option mehr, weiteren Weidetierhaltung zu haben. Sie sind zwei sehr dankbare Gäste, weil ich muss gar nicht viel tun. Sie erzählen einfach, was das Thema ist. Es ist sehr interessant. Ich muss aber ein bisschen sortieren. Weidehunde ist eben, oder Schutzhunde ist eben als Stich, Herdenschutzhunde, genau. Die einen bestimmten Namen haben, helfen Sie mir? Herdenschutzhunde. Kangas, meine ich. Kangas, meine ich, genau. So, die ist gerade als Stichwort gefallen. Herr Lohmeyer sagte gerade, da gab es dieses Urteil. Nachts, ich meine, nachts kommen die Wölfe. Bitte aber drin halten, weil machen zu viel Krach. Was ist das für ein spezielles Urteil? Kennen Sie das? Ja, das kenne ich. Was ist das für ein Fall? Und da ging es darum, dass in einem sehr kleinen Ort eine Frau 7 Herdenschutzhunde hat, die sie aber bei einer Tierzahl, die eine so große Anzahl von Herdenschutzhunden gar nicht erfordert. Und diese Hunde haben praktisch wirklich die ganze Nacht gebellt. Die hatte so viele und von denen, ja? Ja, die hat, und die hat aber auch Ställe, wo sie die Tiere unterbringen kann. Und sie hat auch Elektrozaun. Und da ist dieses individuelle Urteil ergangen, dass die ihre Hunde nachts drin haben muss. Was ich definitiv in dem Fall auch verstehe. Ist interessant. Okay. So, das klingt total bescheuert, macht aber in dem individuellen Sinn. In dem individuellen Fall macht Sinn. Ja, okay. Und Herr Lohmeyer, ich möchte Sie noch ein bisschen korrigieren. Es sind 75% der Wolfsübergriffe sind auf Herden, die nicht, die keinen funktionierenden Grundschutz hatten. Also es, wo? In Deutschland, 75%. Also Tiere, die nicht adäquat geschützt werden. Ganz genau, werden. Die nicht adäquat geschützt werden. Wie kann man das machen? Sie sagen, ich habe das in einem Interview von Ihnen gelesen, Frau Seibert, Sie sagen, man kann das machen, aber es ist, das sagen auch Sie, verdammt viel Arbeit. Es ist aufwendig. Ja. Wie kann man Tiere, wie kann man Schafe, Rinder auch, ich kenne auch die Geschichten, gerade selber war ich gerade Zeuge auch, zweimal sogar, einmal 400 Kilo Kalb und einmal 800 Kilo Rind von Wölfen übel zugerichtet und natürlich dabei gestorben, auf einer Alm. Im Grunde nicht zu schützen. Sie können nicht eine gesamte Alm mit einem starken Elektrozaun einzäunen. Also in allen Gebieten weiß ich, in der Schweiz, dass die auch mit Herdenschutzhunden arbeiten. Okay. Aber es kommt auf die Alm an. Es gibt natürlich Gegenden, die sehr verwinkelt und verzwickt sind, wo praktisch Herdenschutz in dem Sinn nicht möglich ist. Und genauso wie Sie sagen, dass es in bestimmten Deichgebieten sehr, sehr schwierig ist, die Herde zu schützen. Ich weiß auch in der Gegend von Schermbeck, da ist auch Waldgebiet, wo praktisch die Wacholderheide beweidet wurde, wo die Schäfer dieses Waldstück auch nicht mehr beweiden können. Weil es nicht zu schützen ist. Mhm. Das muss man akzeptieren, das ist einfach so. Ja? Also Sie sagen, es gibt Stellen, es gibt Flächen, Orte, da geht es einfach nicht mehr. Aber es gibt, bei den meisten Flächen geht es. Und zwar, wichtig ist ein funktionierender Elektrozaun, ein Untergrabeschutz, ja, dass die Wölfe... Weil die Wölfe sich zum Teil drunter durchbuddeln. Die meisten Wölfe buddeln erstmal und versuchen, unten durchzukommen. Clever. Und jetzt ist ja auch praktisch eine Herde mit 15 Sickerhirsche, von Wölfen getötet worden. Da war aber ein nicht funktionierender Untergrabeschutz. Ja? Es gibt die Möglichkeit, oben drüber noch eine Elektrolitze zu machen und den Schutz unten, auch noch mal Elektrozaun. Strom ist der allerbeste Tierschutz, finde ich. Wenn die Wölfe konditioniert sind, dass die beim Anblick eines Schafes, wenn die jetzt vom Osten kommen, sofort einen verplättet kriegen. Und sofort einen ordentlichen Stromschlag. Die müssen richtig einen ordentlichen Stromschlag kriegen. Und wenn die Tiere geschützt sind, wenn die ordnungsgemäß geschützt sind, dann passiert das 2-3 Mal. Dann lernen die Wölfe, Schafe tun weh. Also gehe ich nicht mehr an Schafe. Sondern halt, und ich finde auch, dass die Wölfe, wie Sie auch gesagt haben, die sollen auch aus den Ortschaften draußen bleiben. Die sollen im Wald bleiben. Und das machen sie erst dann, wenn sie sehen, Schafe sind keine Beute. Und Rinder auch nicht und Pferde auch nicht. Und das kriegen sie nur, wenn sie so konditioniert sind, dass es wirklich mit einem richtigen Stromschlag verbunden ist. Einmal für mich nur technisch. Wie hoch muss so ein Zaun sein? Also meiner Ansicht nach, also Mindestmaß ist 90 Zentimeter. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Obwohl ich sagen muss, diese 1,20 Meter hohen Elektrozäune zu schleppen, das ist eine Heidenarbeit, das geht fast nicht. Also das ist so ein bisschen der Kraftaufwand, der dabei eingesetzt werden muss. Und der Nutzen, das ist halt auch schon eine Differenz, das ist so.
Und wie hoch sind die Zäune, die Ihre Nachbarn, Ihre Freunde benutzen? Also wir haben auch für die Pferdeschutzzäune 1,40 hoch. 1,40 sogar. Ja, aber ich muss einfach sagen, aber Sie haben Litzen, oder? Litzen natürlich. Litzen, ja. Das ist ein Litzenzaun. Das ist was anderes. Also, ja, das ist richtig. Also Stoffzaun 1,20 kaum zu bebauen, weil in der Realität auch einfach vom Wind schon umgeweht wird. Das hält einfach Windlast gar nicht mehr aus. Mhm. Und das hält einfach nicht mehr. Da ist und dann muss da richtig Strom rein. Da muss nicht nur richtig Strom sein. Also was Frau Seibert beschreibt, das ist in der Theorie alles ganz fantastisch. Aber das Doofe ist, dass wir in der Lebenswirklichkeit leben und agieren. Und das Thema Schafe ist ehrlich gesagt schon bald gar nicht mehr das Thema, weil die gibt es eigentlich bald gar nicht mehr. Es werden immer weniger Herden. In den meisten im Landkreis Nienburg bei uns werden es immer weniger. Das heißt, die Rinder sind jetzt dran. Und die Rinder sind in Riesengruppen, die kann ich nicht einzäunen. Das zahlt mir auch kein Mensch. Und wir haben die ganzen Bilder jetzt, dass die in Gang gesetzt werden. Und in Gang gesetzt werden des Nachts. Das überwachen wir in unserer Firma ja auch mittlerweile nachts, weil wir nachts die Herden uns anschauen. Und da ist eine Riesengefahr, die zurzeit auf uns zukommt, wenn die nämlich ausbrechen, auf die Schienen gelangen, auf die Straßen in diesem eng besiedelten Land. Da haben wir ein Riesenproblem, was auf uns zukommt. Denn das nimmt zu. Von den letzten 20 Rissen, die in der Risstabelle des Landes Niedersachsen waren, waren 15 Rind oder Pferd und nur 5 Schaf. Also Schaf ist schon fast out für die Rinder, für die Wölfe. Und die lernen es gerade weiterzugeben an die Rinder ran. Und ich kann Ihnen dann nur sagen, das ist in der Praxis kaum noch umzusetzen, wenn einmal solche Rinder ausgebüxt sind oder Pferde ausgebüxt sind, bis sie die wieder drin haben. Das lernt ein Tierhalter, das Risiko geht nie wieder ein, weil die Fallhöhe, dass da ein schlimmer Unfall passiert. Sie wissen vielleicht, ICE in Fulda ist entgleist 2008 durch eine Schafherde. In einen Tunnel reingebrettert, 170 Menschen. Und ich möchte kein zweites Eschete haben. Und die Politik sollte sich gut überlegen, ob sie diese Bilder, diese Tendenz, dass die Wölfe gerade die Rinderherden angehen, so massiv, wie wir das ja sehen, ob sie das wirklich schweigend so hinnehmen möchte. Mhm. Und noch etwas, in dieser Tabelle wird ganz klar festgestellt, ob ein Grundschutz vorhanden war, ordnungsgemäß. Jeden Tag sterben in Niedersachsen mindestens ein Tier, teilweise deutlich mehr, in einer Herde, die mit einem Grundschutz festgestellt gesichert war. Es funktioniert so einfach nicht. Es ist nur eine Challenge für die Wölfe. Sie müssen sehen, dass, wie sie damit klarkommen. Die finden andere Wege, da reinzukommen, ob sie buddeln. Wir haben sogar Rinder, die gerissen wurden, obwohl die Rinder und Pferde angeblich gar nicht ins Beuteschema gehören, hieß es ja am Anfang. So wurde es mir jetzt als Wolfsberater beigebracht. Hat nur mit der Lebenswirklichkeit wieder nichts zu tun. Nee, hat es nicht. Ich kann das bestätigen. Und da war sogar ein Grundschutz. Der war sogar aufrecht. Das heißt, der Wolf ist unter dem Grundschutz durch und hat dann noch ein Kalb gerissen. Also hat zwei Sachen gleich gemacht, die er nicht darf. Und es passiert nichts. Und da fragt man sich, was soll denn noch alles gemacht werden? Es ist nicht so, dass die Tierhalter sich dem verweigern. Wir haben unfassbar viel Geld ausgegeben. Ich habe weit über 20.000 Euro ausgegeben aus eigener Tasche, um meine Tiere zu schützen, weil man bekommt den Zaun bezahlt, das Aufbauen, das Pflegen, was ein Dauerauftrag ist, das ist jeden Tag aufs Neue muss ich gucken, ob alles in Ordnung ist, muss jeden Fehler machen. Und wenn Sie ein gerissenes Tier haben, dann kommt jemand, schaut sich das Tier an und sagt, boah, jetzt gucken wir erstmal, ob der ganze Zaun in Ordnung ist. Wollen wir mal messen, oha, da ist aber ein Baum, ein Ast draufgefallen, hier ist aber dies, hier ist aber jenes. Und am Ende heißt es noch, du hast deine Tiere gar nicht geschützt, weil der Zaun war nicht ordnungsgemäß. Das ist, als wenn Sie ein Reh anfahren, rufen die Polizei und der sagt, Moment, stopp, Reifen abgefahren, Bremse nicht gut. Ich würde mal sagen, wenn die Reifen gut gewesen wären, sie das Reh gar nicht erst angefahren. Jetzt kriegen sie eine Anzeige wegen Tierquälerei. Man kriegt eine Überprüfung und man fühlt sich als Tierhalter, als wenn du vom Opfer zum Täter gemacht wirst, obwohl man wahnsinnigen Aufwand betrieben hat.